Hallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Natures. Ich habe jetzt mit dem Geist nochmal gequatscht. Ja, da wer du bist, etc. ist klar. Was ist hier passiert? Erzähl mir mehr über die magischen Steine. Dass der Stein für die Magier, welcher die Welt regiert, sehr wichtig war, allerdings gestohlen wurde und zerstört. Ja, gut. Und eben das da unten. Ei, Feuer, Feder, Fell, Stock, Fleisch, Erde, Stein, Wasser, Kaktus, Klaue, Apfel. Ich kann die Feder nicht nehmen. Ich kriege hier keine Erde. Ich habe es vorhin schon probiert. Hol mich mal kurz zurück. Warte mal. Wir legen den Ast weg. Wo ist denn jetzt hin? Weißt? Ich wollte auch mit dir reden. Das da brauche ich mal. So, was habe ich denn jetzt alles? Fell habe ich mit. Jeder. Milchei. Einer. Also Wheat kam da nicht vor. Erdäpfel kam da nicht vor. Allerdings hat es auch gesagt, wie zum Beispiel. Nehmen wir mal einen Ton mit, eine Erde und einen Sand. Das hier lassen wir da. Nee, warte mal, das war eine andere Kiste. Wieder, oder? Geist hat gesagt, ganz einfache Worte. Bibel gehört dann auch nicht dazu. So, Moment mal kurz. Mal kurz. Die Screenshots hier. Also. Ei, Feuer, Feder, Fell, Stock, Fleisch, Erde. Fleisch fehlt mir, Feuer fehlt mir, Wasser fehlt mir. Wie nehme ich denn Feuer mit? Feuer könnte man Ember mitnehmen. Das hier Wasser brauchen wir dann von oben. Steine. Mal da lassen. Der Knochen wird dann auch schon zu weit entwickelt sein. Gut, ich wollte ihn nicht wegschmeißen, ich wollte ihn benutzen. Nicht zu weit. Danke, das reicht schon. So, die zwei definitiv. Gut. Erde nehme ich auch an. Vielleicht sowas hier. Okay. So. Jetzt hätte ich gern noch drei.
Ektoplasma. Den Stein und was noch? Fünf Lehm. Gut, so. Als nächstes teleportieren wir uns jetzt erst einmal nach Norma. So. Hier war gar nichts. Nee, halt daraus. Hier gibt's sonst nichts mehr. So, ich drücke mal kurz auf Pause, bis wir weiter sind. Bis gleich. Ja, ich war noch mal kurz daheim, weil ich drauf gekommen bin. Ich habe das ein oder andere doch nicht mitgenommen. So, was ich weiß, ist das. Das. Wasser nehme ich jetzt mal eines. Und ich nehme an, dass das andere Erde war. So, das fünfte müssen wir jetzt rausfinden. Es könnte natürlich jetzt ein Ei sein. Oder es könnte ein Kaktus sein. Oh! Das war jetzt einfach. Schamanenwerkzeug. Ein Geist. Hast du mein Versteck gefunden? Habe meine Schamanenwerkzeuge drin gelassen, bevor ich hinübergegangen bin, um Sarfu zu behandeln. Nein, so hier. Es ist ein Familienerbstück. Danke, dass du es zurückgebracht hast. Von nun an stehe ich in deiner Schuld. Das ist schön. Außerdem würde es mir gefallen, wenn du mir erlauben würdest, dich zu deinen zukünftigen Bemühungen zu unterstützen. Ah. Danke. So. Wer von euch schickt mich jetzt heim? Okay, der nicht. Bring mich nach Hause. Danke. So. Jetzt haben wir zwei Geister. Oh Mann. Also dieses Drehkreisel dürfte also wirklich Erde gewesen sein. Das habe ich jetzt aus einem Video entnommen. Das Wasser haben wir eben das falsche Wasser mitgehabt. Und der Rest war geraten. So. Gut, Steinsplitter. Was? Moment, 10 Steine nehmen wir wieder mit. Wir nehmen einfach so ein. Was brauchte ich? 5. Okay. Wir nehmen uns einfach so ein Baukit mit, dass wir jederzeit quasi einen Teleporter hinstellen könnten. Gut, für die Kiste haben wir sonst nichts mehr. So. Die Milch kommt da rein. So, der Kochtisch ist leer. Das heißt, wir könnten schauen. Können wir zufälligerweise vielleicht noch ein paar Früchtekuchen machen? Mehl. Oh ja, schaut gut aus. Was ist mit Baklava? Da bräuchten wir noch Zucker dafür. Das würde mir 10 Gesundheit, 50 Ausdauer bringen. Der Smoothie. Ausdauer 40. Ja, aber da fehlt mir noch zu viel. Da fehlt mir auch noch was. Die Fleischpastete wäre auch okay. Also zuerst einmal bitte Früchtekuchen. Genau. Haben wir die Samen hier alle verbraucht? Dann gibt es aber auch noch was damit. Nämlich die Fleischpastete. Jetzt haben wir weder Fleisch noch Wein hier. Essig. Haben wir ein paar Trauben übrig? Da haben wir noch welche.
Ein Pass. Nee. Doch. Kann man direkt umwandeln. Haben wir noch Weintrauben? Haben wir. Könnten wir die einmal anbauen? Wasser. Nehmen wir mal zwei mit. Dünger. Ja, wir haben voll viel Dünger, fällt mir auf. Tee, Haube mit gereinigtem Wasser und nimm die her. So, und schon nochmal zwei Geister hier rumrennen. Das ist doch praktisch. So. Die restlichen Weintrauben gehen wir jetzt mal zum Entsafter. Der soll uns mal Traubensaft draus machen. Kannst du es noch einmal machen? Also, nee. Da ist nur ein Stück möglich. Gut, die restlichen Trauben also da rein. Die Rohstoffe da rein. Was haben wir jetzt noch? Platz? Dann haben wir hier Holz. Kleine Splinte haben wir schon. Sand können wir noch dahin geben. Wo zum Geier haben wir das? Was werden wir gleich sehen. So, da kommt rein nichts. Da kommt rein das und das. Da oben kommt rein das Wasser. So, wieder ausgeleert. Sehr gut. Gut, jetzt ist noch die Frage, was machen wir mit der Schatzkarte? Ach ja. So. Du gehst dich ans Essen kochen und du gehst ans Getränke kochen. Danke, ihr zwei. So, wo hängen wir jetzt? Eisenblech müssten wir haben. Helmut war ja genau. Da war ja was. So. Nachdem wir Geister zerledigt haben, endlich. Eigentlich war es, ja, wenn man sich hier nicht so anstellt, war es gar nicht so schwer. Wenn man natürlich das Brett vom Kopf hat, dann ist es schwer. So, Rüstungstisch, Webstuhl, Wasserfilter, Scheune, Schild, nein, bin ich blind. Das ist das Haus. Kerzenleuchter, Schildvogelscheuchte, nein. 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 Ah, Muschelfarm, da. Ich brauche, oh Mann, 30 Steine, 35 Bretter, 40 Seile. Oh Mann, also gut, Holz brauche ich. Sägemühle. Danke, Hammer. So, Seile haben wir hier noch zwei. Wir brauchen also noch ein paar. Sind schon wieder fertig, sehr gut. Sehr gut. Mhm.
Zwei Peter geht's weit. Da auch nicht da schauen, okay. So, mach das einmal zu und gib's weg. So, Leinen. Gut, craften sollte ich jetzt genug, oder? Ja. 15 Muscheln und 40 Wasser. Muscheln. So, jetzt warte ich nur noch auf die Seiler. Da kann mir keiner helfen. Die muss ich selber herstellen. Mehl haben wir da noch ein bisschen produziert. Gut. So. Button. Gut. Ah. Dann ich weiß, was ich als nächstes ansetze. Ich habe jetzt im Moment eine Muschelfarm bauen. Die ist recht groß. Geh mal weiter rüber. Ich nehme an, die kann auch nur drinnen platziert, draußen. Kann nur außen platziert werden, ja. Dann stellen wir es da oben neben den Tisch. Ah, geh noch ein Stückchen. Da hier. So. Ein Steinfundament. Dann könnte man hier sagen, Muscheln. Da kann man die Perlen auch reintun, würde ich sagen. Trauben sind gewachsen, sehr gut. Ja. Ihr dürft mir ausnahmsweise helfen. Wird schneller geht, ich weiß nicht. Will ich es auf jeden Fall nicht. Siebenundfünfzig Prozent ist fertig. Oh, bumm. Picasso heißt der. Und der andere ist der Wanderer. Habt ihr zwei wenigstens wen zum Tratschen, wenn ich nicht da bin, gell? Ah, Netze für die Muscheln. Das Wasser dürfte auch schon drin sein, so wie es ausschaut, ja. Okay. Das heißt, die zwei können wir da noch umgeben. Warte mal.
Der Kleber, der kommt jetzt auch mal mit. Mit Rubin weiß ich noch gar nicht, was wir machen müssen. Das Salzwasser, ja, das weniger. Und ich brauche Perlmutt. Ich stelle mal Perlmutt her. Da gar nicht. Gut. Perlmutt. 5 Perlen brauche ich. Okay. Eines bräuchte ich. Hammer. Einmal bitte. Dankeschön. Okay. So, die Asche. Die Asche werden wir ja auch gleich wieder brauchen. Wir brauchen garantiert alles andere auch wieder zum Entdecken, oder? 2 Papyrus, 5 Tinte, eine Schreibfeder. Ja, brauchen wir. Nein? Okay. So. Ihr habt's noch. Lasst mich mal rein. Ihr habt sicher auch noch Code, genau. Sehr gut. Dann einmal raus da. Geht mal da rein. Genau, die hätte ich gerne. Eigentlich will ich gar nicht eure Produkte, ich will nur eure Kacke. Naja, stimmt nicht ganz. Nur zum Teil. So, die Weintrauben können wir gerne mal wegräumen. Das Leinen können wir wegräumen. Dünger. So, warte, was brauchen wir da jetzt alles? Ich würde gerne wieder Salpeter herstellen, also Wasser und Kohle. Wasser und Kohle. Da haben wir schon wieder keine Kacke. Gut. So, da unten ist noch nichts passiert, das heißt, das restliche Weed legen wir da oben rein. Da kommt das rein und das. Da hinüber. Mal das. So. Da warte mal, die können wir gleich benutzen. Wir brauchen hier wieder eine Schreibfeder. Wir brauchen 5 Ink, 5 Tinte, 3 Eier und Wasser, okay. Eier und Wasser. Mal, danke. So. Und, ja, das war jetzt recht nah. Gut. Also sollten wir es durchhören, sorry, es ist ein Gewitter. So.
besser, aber wir haben es nötig. Also unsere Pflanzen. So, 1, 2, 3, 3. Oh, jetzt habe ich die Steine da auch weggeräumt. Das war weniger geschickt. Wir könnten allerdings gleich mal wieder ein paar Nägel anstoßen. So, mach mal. Und von mir aus sogar 5 davon. Passt. So. Dann geben wir das auch da rein und das auch da rein. Die Federn. Mit den Federn könnten wir was machen. Da brauchen wir Äste dazu. Drahtteile. Mach mal welche. So, sortieren. Dankeschön. Die Äste gehen wir gleich mal drauf. Und ich brauche 10 Steine, sonst vergesse ich die nachher. Wir müssen unbedingt wieder mal Steine holen. So, Essen fehlt uns noch. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Geist, der uns nicht Getränk, sondern Essen herstellt. Ah ja, 3 Papyrus brauchen wir ja auch noch. Moment. Papyrus. Kleber und Bambus. Den Kleber habe ich jetzt, glaube ich, da oben hingetan. Da. Kleber und Bambus. Nee, Sand. In die Palmenblätter auch. So. Dann geben wir das da dazu. Dann machen wir noch ein bisschen Salz, tropischer Sand. Okay. Ah ja, Datteln oder Bananen fehlen mir jetzt wieder, gut. Mein Zachter war doch auch schon fleißig. Okay. Einfach ist auch gut. Was könnten wir dann noch kochen? Brote. Da brauchen wir ganz viele Pilze, okay? Haben wir noch nicht. Ein Papyrus noch. Ein Eisenblech und ein Perlmutt. Perlmutt haben wir, da müssen wir es machen. Dankeschön. Hallo Geist. Einmal bitte, Damaschenstahl. Okay. Muschelfarm schaut auf jeden Fall auch gut aus. So, was ist denn jetzt neu? Der Entdeckungstisch kann upgradet werden. Was braucht er dazu? Linsen. Stahlblech, okay. Hier sind neue Rezepte drinnen.
Eisenblech und Perlmutt, okay. Stahlspitzhacke. Cool. Ja gut, wenn das so ist, warte, dann machen wir das so. Noch mehr Eisenblech. Da rein. Cool. Perlen. Komm her. Alchemietisch. Mach mir bitte Perlmutt raus. Das ist sehr gut. Übrigens sind zwei Geister immer noch sehr wenig. Nur damit ich mal motzen konnte. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir das herstellen können. Weiß noch nicht, ob wir es hinkriegen, aber wir werden es sehen. Also sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.